Liebe Gemeinde, die Heike hat es gerade schon gesagt, auf unserem Liedblatt steht ein spannender Titel tatsächlich, weil er so ein bisschen sperrig ist. Da steht Fronleichnam für Protestanten. Ich habe, glaube ich, kein Ausrufezeichen und auch kein Fragezeichen dahinter gesetzt, aber es könnte mit beidem zu tun haben. Fronleichnam. Ich rede darüber, weil die letzte Woche ja am Donnerstag dieser Feiertag war, den wir da gefeiert haben. Naja, den nicht wir gefeiert haben, also den ein Teil der Christenheit gefeiert hat, nämlich der katholische Teil der Christenheit. Ein anderer Teil der Christenheit hat sich im Neckarstadion getroffen unter einem Titel Christustag. Und ich verkneife mir jetzt böse Bemerkungen dazu, weil dann wird meine Predigt so lang, dass es auch nicht wieder recht ist, weil das ist so der ganz konservative Flügel des Protestantismus, der sich da an diesem Tag getroffen hat. Fronleichnam. Das ist ein bisschen einfacher. Fronleichnam ist ein Fest, das in der katholischen Kirche schon lange gefeiert wird. Schon sehr weit zurückgeht. Es gibt verschiedene Theorien und Geschichten. Es geht wohl zurück auf eine Begebenheit in Köln, wo ein Wunder um das Abendmahl herum geschehen ist. Und seit dem etwa 13. Jahrhundert in Köln und dann später im 14. Jahrhundert weltweit dieser Feiertag gefeiert. Und das ist das Fest, in dem die katholische Kirche die Eucharistie, das Abendmahl, feiert. Und viele von euch haben es schon mal erlebt oder gesehen. Für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, sage ich es ganz kurz. Die katholische Kirche feiert dieses Fest, indem sie eine Messe feiert, ein Abendmahl feiert und dann das Brot, das in der katholischen Theologie sich verwandelt in den Leib Christi geheimnisvoll und das auch bleibt, indem sie das in ein ganz wertvolles Gefäß füllt, hineingibt in eine sogenannte Monstranz. Monstranz kommt nicht, wie man allgemein gerne sagt, von monströs, weil das Ding riesengroß und barock hässlich ist, sondern von monstrare, vorhertragen. In dieser Monstranz wird das Abendmahl das Wichtigste dessen, was in der katholischen Kirche da ist, hinausgetragen aus der Kirche, vorhergetragen, hergezeigt der ganzen Stadt. Man läuft durch die Stadt hindurch und kommt dann wieder zurück in die Kirche. Es ist in einer Art und Weise eine Demonstration, eine Parade. Also manche sagen, es sei die CSD-Parade der katholischen Kirche, soweit man das nicht geht, aber es ist ein relativ wichtiger Feiertag. Auch für uns, in unserer Kirche, ist das Abendmahl eine ganz zentrale Erfahrung, ein ganz wichtiger Moment. Wir feiern ihn in jedem Gottesdienst. Das ist im Protestantismus eigentlich nicht üblich. Ich komme aus einer Tradition, Württembergische Landeskirche, da hat es gelangt, wenn man ein bis zweimal im Jahr zum Abendmahl gegangen ist. Ich kenne andere Traditionen, wo das noch weniger zentral ist. Wir feiern es jeden Gottesdienst und ich werde nachher ein paar Sätze dazu sagen. Ich erzähle euch das deswegen, weil ich war jetzt in Köln am Fronleichnam. Freunde besucht nachmittags und habe mir gedacht, wenn ich schon vormittags dort bin, dann gucke ich mir diesen Gottesdienst an. Was ich euch jetzt erzähle, erzählt der Protestant in mir, ich gebe es zu. Aber ich erzähle es euch nicht, um jetzt auf die katholische Kirche einzuschlagen oder sie lächerlich zu machen, ganz und gar nicht. Ich glaube, die katholische Kirche bewahrt in diesem Fest durchaus etwas auf. Aber die Art und Weise, wie sie es tut, ist schon spannend. Also, man stellt sich das vor, dieser Platz, dieser Roncalli-Platz neben der Kathedrale, Riesenplatz, für die, die es kennen, gerammelt voll mit Leuten, vorne ein Riesenaltar aufgebaut und die katholische Kirche in Köln bietet auf, was sie aufbieten kann an Gewändern und Geschirr und Silber und Gold und dazwischen drin ein ganz schlichter Bischofsstab.
der, so habe ich in der Schatzkammer des Doms nachgelesen, aus Ebenholz und versilbertem Elfenbein ist, also so schlicht auch wieder nicht, aber im Vergleich zu anderen Dingen sehr schlicht ist. Es singen mehrere Chöre und es ist alles da, was Rang und Namen hat. Also die gesamten Ritterorden, die Mönchs- und Nonnenorden, die weltliche und die geistliche Obrigkeit von Köln, der Oberbürgermeister in voller goldener Amtskette, die Innungen von den Schornsteinfegern bis zu den Metzgern und selbst die Karnevalsvereine sind dabei mit ihren Karnevalshüten. Die Studentenverbindungen in vollem Mix und also alles, was irgendwie sich verkleidet und aufbrezelt, war dabei. Dann sind zwei interessante Sachen in diesem Gottesdienst passiert. Zum einen hat der Weihbischof gepredigt. Er hat erzählt, wie wichtig es ist für die heutige Zeit, den Glauben hinauszutragen in die Welt. Da stimme ich ihm vollständig zu. Er hat gesagt, dass der eigentliche Kern dieses Festes ist, nicht irgendwie etwas überhöhen, was vielleicht Menschen nicht verstehen, sondern hinauszutragen in die Welt. Und da seien zwei Dinge wichtig, hat er gesagt. Nämlich zum einen, dass beim Abendmahl alle Grenzen fallen. Die Grenzen von oben und unten fallen, von Arm und Reich fallen. Jeder bekommt ein Stück Brot. Und er hat gesagt, es ist wichtig, hinauszugehen und diesen Glauben, den die Kirche hat und den die Menschen, die da haben, dass sie diesen Glauben hinaustragen in die Welt. Und da, als ich das gehört habe, kickte der Protestant in mir wieder mich und hat gesagt, also halt, hier stimmt was nicht. Weil ich stand direkt in der Mitte dieser Gruppe von Menschen, die da im großen Bogen um diesen Altar rumstanden. Und das Interessante war, als er sagte, da hier gibt es weder arm noch reich, da fiel mir auf, dass da vorne, direkt vor dem Altar, etwa 80 bis 100 Leute saßen, während wir standen. Und es waren gerade diejenigen, die Goldketten umhatten und wichtig waren, die Rittermäntel umhatten und wichtig waren, die versilberte und silberne Brillengestelle trugen, wie ich dann nachher sah, und reich waren, die etwas waren und sind in dieser Stadt. Und dann kam 3 Meter Sicherheitsabstand. Ernsthaft? Ihr lacht, aber es ist so. 3 Meter Sicherheitsabstand, wo irgendwelche Menschen des Domes standen und Sicherheit gewährleisteten. Und dann kam das normale Volk. Und ich dachte mir so, da ist weder arm noch reich an diesem Abendmahl. Dann will ich mal dieses Abendmahl feiern, wo weder arm noch reich ist. Weil das, was hier gerade passiert, ist eine ganz deutliche Trennung. Das war das Erste, wo ich gemerkt habe, bei dieser ganzen würdigen Feier, es war wirklich würdige Feier, ist ein Bruch drin. Da ist das, was geschieht und was gesagt wird, passt nicht zusammen. Und dann hieß es, wir sollen hinausgehen, durch die Stadt laufen und der Stadt unseren Glauben sagen. Das ist das Heft, das wir bekamen. Also wo alle Lieder und Texte und alles drin ist. Sollen der Stadt unseren Glauben sagen. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Also für diejenigen, die vielleicht schon mal eine Mozart-Messe gesungen haben, bis hierher könntet ihr es verstanden haben. Credo in unum Deum. Ich glaube an einen Gott. Spätestens aber, als es dann hier hinten dann zu Dominum et vivi cantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simula, da habe ich es verloren.
Also ich weiß noch, was es bedeutet, weil ich den deutschen Text auswendig kann, aber wer von euch hat ein Wort von dem verstanden, was ich vorgelesen habe? Wirklich verstanden. Und nicht nur sich an das große oder kleine Latinum erinnert. Ich fand das jetzt sehr spannend, dass wir da standen und mit Chor und Vorsänger und Chorkantorei und Mädchenchor die Engel gesungen haben, das Credo gesungen haben. Ich fand es sehr spannend, dieses Erzählen der Welt von unserem Glauben und Keusauferstadt. Das war das Zweite, woran es brach für mich an diesem Tag. Und wie schon gesagt, ich könnte jetzt natürlich durchaus so weitermachen, darüber nachdenken, muss man wirklich diesen ganzen Prunk da haben. Aber das will ich gar nicht, sondern ich will darin die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für mich? Was ist in diesem Geschehen eigentlich die Frage für uns heute? Für mich, für unsere Gemeinde. Wir feiern ja auch Abendmahl. Und wir halten dieses Abendmahl für etwas ganz, ganz arg Wichtiges. Wir stehen hier und feiern dieses Abendmahl. Und wir feiern es ein bisschen anders, als es andere tun. Zum einen feiern wir es in dem, was wir das Priestertum aller Gläubigen nennen. Dass wir der Meinung sind, es muss nicht nur jemand sein, der ein weißes Gewand und einen römischen Kragen tragen darf, weil er oder sie ordiniert ist, sondern es darf und kann jeder dieses Abendmahl da vorne hier an diesem Tisch feiern, den wir da gedeckt haben. Frau, Schwuler, Lesbe, Trans, groß, klein, arm, reich. Jeder, der es fertig bringt, diese Worte zu sagen und sie rüberzubringen, der darf nach einer kleinen Einführung in wie es funktioniert, hier vorne Abendmahl feiern. Das ist uns wichtig. Das Zweite, was uns wichtig ist, ist, dass wir tatsächlich jede und jeden einladen. Wir sagen es in jedem Gottesdienst wieder und wieder. Es sind alle eingeladen, die hier sind. Wir fragen nicht, ob ihr Mitglied dieser Gemeinde seid oder irgendeiner anderen Gemeinde. Ob ihr Mitglied dieser Kirche seid oder irgendeiner anderen Kirche. Wir fragen nicht, ob ihr das Glaubensbekenntnis auf Deutsch, Englisch oder Latein sagen könnt oder was ihr daran glaubt oder nicht glaubt. Mir ist ehrlich gesagt auch egal, was ihr glaubt, wie die Mechanik dieses Abendmahls funktioniert. Da gibt es tolle Theorien in der Theologie, von Transubstantiation bis Konsubstantiation, von Symbolismus bis, da gibt es Bücher drüber. All das fragen wir nicht. Und das ist uns wichtig, weil es soll ein offenes Abendmahl sein. Und das ist ein Risiko. Das darf ich euch gerade mal sagen. Es ist viel einfacher, einen Zaun, eine Sicherheit aufzubauen um etwas, was wichtig ist, als zu sagen, das ist uns so wichtig, dass wir es herschenken. Ich verstehe die katholische Kirche, die sagt, das ist uns so wichtig, dass wir es in eine Monstranz aus Silber und Diamanten setzen und einschließen in einem Schrank, weil es so wichtig ist. Das ist so wichtig, dass wir Leute mit Weihrauch darum aufbauen. Und ein Chor drum aufbauen und dann nochmal Leute drum aufbauen. Das ist, weil es so wichtig ist. Ich kann das nachvollziehen. Wir gehen den anderen Weg. Das heißt, es ist so wichtig für uns und die Welt, dass wir es gerade so hergeben. Dass wir dieses Risiko eingehen, dass Menschen kommen. Das ist ein Risiko. Weil ich weiß nicht, wer ihr seid, was ihr mitbringt. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass die Liebe Gottes euch hierher führt und euch Kraft gibt, nachher aufzustehen und nach vorne zu kommen und ein Stück Brot zu empfangen, dass ihr in nicht alkoholischen Traubensaft tauchen könnt. Dass wir eure Hand geben und wir werden einen kleinen Segen für euch sprechen. Und alles Weitere geschieht durch Gott. Das ist ein Risiko, aber ich glaube, es ist das Risiko, dass es wert ist, eingegangen zu werden, weil dieser Moment so wichtig ist. Und dann kommt das, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir feiern mit unvergorenem Traubensaft. Und wir tun das ganz bewusst, weil auch das ist eine
Grenze, eine Stufe, die Menschen aufbauen können, um andere auszuschließen? Ganz ehrlich, ich glaube, die meisten machen es nicht bewusst. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Kirche sich jetzt überlegt oder irgendein Bischof, oh, wir müssen Menschen, die mit einem Alkoholproblem zu kämpfen haben. Und Alkoholiker sagen mir, es ist ein lebenslanger Weg, den wir da gehen. Und das ist nicht etwas, was irgendwann vorbei ist und dann kann man wieder, sondern das ist etwas, was lebenslang immer wieder für uns da ist, dass wir das als Grenze aufbauen, um die Leute auszuschließen. Ich glaube, das macht kein Bischof oder kein Pfarrer absichtlich. Aber ich glaube, es ist unabsichtlich. Es ist unabsichtlich, genauso wie in manchen Kirchen vor diesem Altar eine Stufe ist. Die ist da natürlich, damit der Altar besser ein bisschen höher ist und damit die Leute von hinten das auch sehen können, aber jemand im Rollstuhl schafft es nicht bis ganz an den Altar. Da hat sich natürlich kein Architekt überlegt und hat gesagt, oh, Rollstuhlfahrer sind blöd, die schließen wir jetzt mal aus. Nein, sie haben nicht weiter gedacht. Damals dachte man noch nicht an Rollstuhlfahrer und moderne Architekten. Was die denken, das weiß ja der Herr allein. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier einen Raum, einen Ort haben. Wir wollen hier einen Raum und einen Ort haben, der ganz bewusst eben ist, wo es eine Behindertentoilette gibt. Wir haben das getan, bevor jemand da war mit Rollstuhl. Und wir sind froh darum, weil deswegen kann Frau Poloni halt hier sein. Und das ist toll. Das sind die Dinge, wo wir versuchen klarzumachen, das ist uns so wichtig, dass wir alles, was wir sehen, was eine Hürde sein kann, weggeben. Die Zäune darum herum einreißen. Das Wegreißen, Einreißen von Treppen und Stufen und Dinge, die Menschen abstoßen und ausstoßen. Und ich bin mir vollständig bewusst darüber, dass wir damit andere vor den Kopf stoßen, die von einer anderen Tradition herkommen. Aber das ist unsere Tradition seit 45 Jahren. Feiern wir so Gottesdienst. Seit dem ersten Mal, in dem Troy Perry Menschen in seinem Wohnzimmer, sicher nicht behindertengerecht war, versammelt hat. Und gesagt hat, wir feiern alle miteinander Abendmahl. Weiß selber nicht genau, was das ist und wie das funktioniert. Aber wir feiern es und da passiert was. Das ist uns so wichtig. So, jetzt habe ich lange über uns geredet und was wir glauben, was wir hier tun und was uns wichtig ist. Beantwortet aber immer noch die Frage, warum reden wir jetzt eigentlich darüber? Also von Leichnam ist nicht unser Fest. Ich will nicht über die katholische Kirche herziehen und ich will es wirklich nicht. Und ich will, bitte? Horschafer. Ja, ja. Horschafer. Weil es, ja, aber nicht aus Boshaftigkeit, nicht um zu sagen, wie blöd sind die. Sondern ich glaube wirklich, dass die einen Grund haben, warum sie so feiern, wie sie feiern. Und das ist ihr Grund und den dürfen die auch haben. Unser Grund ist ein anderer, warum wir es anders feiern. Die eigentliche Frage ist aber ganz andere. Die eigentliche Frage ist nämlich nicht, wie feiern die und feiern wir besser oder feiern die besser oder ist das schöner oder uns das schöner oder ist das womöglich richtiger. Sondern die eigentliche Frage ist doch, was ist wichtig in unserem Leben und wie gehen wir damit um? Das ist die eigentliche Frage. Und die andere wichtige Frage ist, wie erzählen wir den Menschen unseren Glauben? Das ist die andere wichtige Frage, die daraus kommt. Nicht, wie wir Abendmahl feiern oder wie Köln Abendmahl feiert. Sondern wichtig ist die Frage, was ist wichtig in meinem Leben? Und wie erzählen wir von unserem Glauben? Und da wird es jetzt nämlich so, dass ich sagen kann, das geht jetzt euch an. Das ist nämlich Theologie und Kirchenrecht und ganz hoch droben, sondern das ist ganz nah dran. Da müsst ihr in euch gehen und euch überlegen, was ist wichtig in meinem Leben und wie gehe ich damit um? Wo ist die Liebe und die Partnerschaft in meinem Leben und wie gehe ich damit um? Wo ist der Glaube in meinem Leben? Wie gehe ich damit um?
Wo ist der Kampf nach Freiheit von Unterdrückung in meinem Leben und wie gehe ich damit um? Wo ist das Miteinander auf dem Weg sein, das neue Sprache finden, das nach mir selber gucken in meinem Leben? Ihr merkt, ich gucke euch alle so ein bisschen an und ich all diese Dinge in euch sehe. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder sagen, das ist so ganz in mir drin und für mich, das mag manchmal wichtig sein. Oder ihr könnt sagen, das ist so wichtig, dass ich will, dass es ausstrahlt von mir. Dass andere es sehen können und dass andere davon erfahren können und mitgehen können. Und da bitte ich euch, tut es. Denkt darüber nach, was ist wichtig und lebt das auch. Und lebt es in großer Vorsicht, dass wir auch immer an die je anderen denken, die anders sind. Dass ihr den anderen auch ihre Freiheit und ihren Raum gebt, weil nur in diesem gemeinsamen Raum können wir existieren. Und dann ist die zweite Frage, wie gehen wir jetzt raus und erzählen von all dem, was uns wichtig ist, was unser Glaube ist und was uns beschäftigt. Da sage ich euch, tut's bitte nicht auf Latein. Tut's bitte nicht in der Sprache der Theologinnen und Theologen. Sondern sprecht es in eurer Sprache. In eurer Sprache für eure Leute. Für diejenigen, die um euch herum sind. Findet eure eigenen Worte dafür. Und die sind für euch zwei in Lederhose anders als für dich mit einem Seidenschal. Die sind für Frauen vielleicht anders als für Männer, die sind vielleicht für Schwule und Lesben anders als für Hetero. Und jede und jeder von uns muss eigene Worte finden. Die sind sicher für die Älteren unter uns ganz andere Worte als für die Jungen. Aber es bleibt unsere Aufgabe als Christinnen und Christen, unseren Glauben immer wieder neu selber zu formulieren. Natürlich dürfen wir immer wieder zurückfallen auf die gelernten Worte, die sicher sind, die schön sind. Wie gerne würde ich das Credo singen, ihr merkt es ja. Und gleichzeitig, wenn mich einer fragt, dann muss ich es antworten, und zwar in meinen Worten. Das ist die Aufgabe, die wir Christinnen und Christen haben. Und zwar glaube ich, dass wir diese Aufgabe haben vom Abendmahl her. Dieses Abendmahl, das uns stärkt, und uns zentriert und uns zu Gott bringt, auf je eigene Art und Weise. Und dann müssen wir anfangen, darüber zu reden, es zu erzählen, hinauszugehen in die Stadt. Das ist von Leichnam für Protestanten. Nicht zu schweigen, sondern es zu sagen. Das ist von Leichnam für alle Christinnen und Christen, indem wir dieses Fest nicht für uns behalten und sicher für uns machen, und eingrenzen, sondern indem wir es hinausstrahlen lassen. Eine der schönsten Art und Weisen, wie ich glaube, das Christsein, und jetzt sage ich was ganz Liebes über die katholische Kirche, das Christsein in diese Welt hineingestrahlt hat, hat vor 4 Jahren auf der Königstraße stattgefunden. Da standen 2 kleine franziskanische Nonnen mit einem kleinen Tisch, mitten in der Fanmeile des Fußball-Weltmeisterschafts-Sommerwunders, des damals, Sommermärchens, das damals passiert ist, und haben Fähnchen und Wasser verteilt an diejenigen, die Fußball gefeiert haben. Keine Traktate, keine kleinen Heftchen, wo haben sie hingelegt, wo das lateinische Credo drin ist, auch nicht das Abendmahl, sondern Deutschland-Fähnchen und Wasserflasche. Das ist Glauben in unserer Zeit reden für Fußballfans. Deswegen heißt es ja auch, das tut zu meinem Gedächtnis. Das spricht zu meinem Gedächtnis. Leben, das Tun, das Sein, glaube ich, sogar noch mehr Gott als das Tun. Das ist das, was die Herausforderung ist, die in diesem Fest liegt. Und mehr sage ich jetzt gar nicht dazu, weil es dann meine Sprache ist. Jetzt müsst ihr eure Sprache finden. Amen.